So, herzlich willkommen hier zurück im Königreich. Und ich habe mir vor heute mal gedacht, ich versuche mal die drei Leute da zu besiegen, die mich herausfordern wollen oder so. Ich kann mich noch nicht so gut wehren, aber ich kann es ja mal versuchen. So, mal gucken, wen ich da zuerst treffe. Von den dreien. Hier müsste Milan sein. Milan, hallo Milan. Guten Tag. Lass uns kämpfen. Kämpfen wir! Hab ich nicht gesagt, komm erst wieder, wenn du Stefan und Löckchen verbläut hast? Mach's gut. Gute Leute, habt Gnade. Wenn ich was, Steffen und Glöckchen? Verrotten sollst du da! Moment. Hä? Ne, hier ist dann einmal. Ach, der Steffen. Da ist mir Glöck. Okay, gut. Dann gehe ich jetzt mal von A nach B. Mal gucken. Wo ist denn B? B ist da hinten irgendwo. Also er wird der Letzte sein, okay. B. Wieso ist denn B jetzt auch hier? Verstehe nicht. Ist B im Haus drinne? Ah, das dreht. Moment. Gute Nachbarn, mir bleibt keine Wahl als zu betteln. Scarlett stammig und. Helft mir, bitte. Ihr wisst schon. Ich komme aus Scarlett und hab alles verloren. Heinrich, was machst du hier? Ich dachte, du wärst tot. Ach, lange Geschichte. Aber was ist mit dir? Wie bist du aus Scarlett entkommen? Das glaubst du nie. Ein himmelzerreißender Sturm ist nächtens aufgezogen und Sigismunds Heiden rannten in ihr Lager. Die hätten im Traum nicht gedacht, dass Herr Ratzig den Sturm für unsere Flucht nutzt. Das ganze Dorf konnte mir nichts, dir nichts entkommen. Und am Morgen fanden diese Hundsviertel nur eine leere Burg mit einer alten Ziege drin vor. Wie gern hätte ich ihre Gesichter gesehen. Ich auch. Die habt ihr richtig an der Nase herumgeführt. Gott sei mit dir. Okay, erstmal hier. Wie behagt dir das Leben in Ratai? Schätze, uns aufzunehmen war gütig. Aber dann überließen sie uns einfach uns selbst. Keiner schert sich einen Dreck um uns. Weißt du, was wirklich geschehen ist? Die Leute sagen, es wäre wegen dem Silber gewesen, und weil Herr Ratzig sich zum König hält. Bist du nicht Löckchen? Milan kämpft erst gegen mich, wenn ich dich schlage. Du bist der Sohn vom Schmied, oder? Was hättest du davon? Du musst schließlich nicht im Dreck hausen wie der Rest von uns. Mag sein, aber warum sollte ich nicht versuchen, ihn zu erleichtern? Ja, damit du es den Bedürftigen geben kannst. Du, Pfau, willst gegen mich kämpfen? Dann lass springen oder verpiss dich. Möge Gott über dich wachen. Hey. Alle dobre Delle. Was? Nicht reden, ja? Ja, go. Verdammte Scheiße. Wo? Ich muss nicht weinen. Du aber demnächst. Jawohl! Siehst du, sag ich doch. Aua! Oh, genau auf die 12.
Was denn? Hehehe. Schick dich in die Hölle. Und wo ist die? Jetzt lass mich doch mal los hier. Au. Oh je, hat das weh getan. Hund, Ling. In die Fresse, jawohl. Mit dem Knie, ja? Fotze! Was? Fotze? Du bist... Hä? Nimm das! Du bist ja versaut. Au, 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 au. Dein Knie auf, Mann. Ja, der hat auch gesessen hier. Ich bin doch schon fast so gut wie Klitschko. Mit dir vorbei sein. Ach ja? Gottverdammt! Au, mein Warte von links auf dem Rückweg. Jawohl, ins Kick. Halt mich doch nicht mehr. Was denn? Au. Hahaha, angescheißt. Au. Jawohl, auch mal mit dem Knie. Was du kannst, kann ich auch. Neue Stufe erreicht, Faustkampf, na super. Bam. Ich habe 4 Crossen erhalten. Ja, yeah, und ich habe ihn besiegt. Nein, töten will ich ihn nicht. Körper aufheben und nein, plündern. Mal gucken, hat er noch was? Wie viel Gewicht habe ich denn im Moment? 78, 74,2 habe ich. Okay, ich kann. Was? Das ist viel wert. Die Axt ist ein bisschen was wert. Die Bunthaube ist was wert. Oh, ich bin drüber. Igitt. Naja, gut. Ich muss. Ne, warte mal, warte. Hier, Retterschnaps, den will ich noch haben. Schrumpfwürfel und Unglückswürfel. Ja, die nehme ich mit für diese Würfelspiele. Okay, so, dann gehen wir nach Hause. Da ist der, ne? Dieb! Wache! Hallo! Ein Dieb! Moment! Hilfe! Verhaftet den Dieb! Da ist ein Dieb! Wache! Ah. Moment! Hilfe! Verhaftet den Dieb! Ach, ich kann doch nicht mal kloppen jetzt doch. Ah. Hallo. Verdammt nochmal! Oh.
Jetzt. Ich stehe genau vor dir und kann dir nicht kloppen, ey. Verflucht! Alarm! Also helft mir doch! Ja. Schnell! Schnell! Kommt alle her! Da. Hilfe! Hier! Also, da ist der. Okay. Wache! Hilfe, Wache! Beendet die Schlägerei, bevor sie sich noch umbringen. Ich habe eine Geldstrafe bekommen. Warte mal, neuer Eintrag. Das ist hier Ruf und Verbrechen. Ja, ja. Okay. Naja. So, wer ist denn hier? Was ist hier? Badehaus. Okay. Könnt ihr mich hier eher gesund machen? Allmächtiger, deine Kleider. Wurdest du ausgeraubt? Gottverdammte Banditen. Ich bin an euren Diensten interessiert. Was hättest du denn gerne? Ja. Einen Arzt, der meine Wunden versorgt. Danach ein heißes Bad und saubere Kleider. Natürlich, aber zuerst das Geld. 30? Mal gucken. Das ist mir zu teuer. Und wie viel würdest du zahlen? Ich versuche erstmal mit 25,5. Wie wär's damit? Komm schon, ein bisschen mehr und wir sind im Geschäft. 28. Hm, 27. Du wirst es nicht bereuen, das verspreche ich dir. Okay. Gut. Dauert das Ganze 2 Stunden. Bad nehmen, Kleidung neu machen. In Ordnung. Eieiei, einen habe ich schon mal besiegt, aber er hat gemeldet, dass ich ihn bestohlen habe. Hätte ich mich vielleicht doch umbringen sollen. Na ja, nächstes Mal. Ich war auch viel zu schwer, konnte nicht so viel hinterherlaufen. Alter, diese Speichern hier, ey. Das ist unglaublich. So. Gut, die 27 kriege ich ja schnell wieder zusammen. Danke, junge Frau. So. Na, ihr Hühner. Okay, wenn ich jetzt auf meine Karte gucke. Ratei, ja. Das ist hier unten dieses Symbol. Geld. Wenn ich das nicht zahle, muss ich halt ins Gefängnis. Okay, Milan ist der letzte. Ja, wenn ich jetzt da reingehe, dann. Na gut, ich weiß nicht, ob das irgendwann wieder weggeht. Geldstrafe.
möglich wär's. Es wurde ja gerade gespeichert. Ich kann ja mal gucken. Ja, laufen kann ich nicht. Na gut. Mal sehen, was die Wache hier sagt, was ich dann bezahlen muss. Wenn ich in den Kerker gehe, da, dann werden mir die Sachen weggenommen, die ich geklaut habe. Soviel ich weiß. Oder meistens sind es nur die roten Sachen. Mal gucken. Hi. Hey, wer ist da? Ich bin's. Hey, du, halt! Hopp. Gleich doppelt. Ergib dich! Ja. Du hast das Gesetz gebrochen und wirst verhaftet. Unverschämter Welpe! Na gut, du hast... Du warst es also, der sich geprügelt hat. Aha. Das wird teuer. Du wirst lernen, dass Verbrechen sich nicht lohnen. 150, ja, bist du denn Devaday? Bist du denn der? Das gibt's doch nicht. Hund, ne, nicht 100. Ich zahle euch jetzt keine 150. Alter, diese Kamera ist auch wieder kacke. Ne, das wird nix. Du machst einen großen Fehler. Hältst du mich für so dumm, dass. Ja, ja. Ich habe nicht genug Geld. So viel habe ich nicht. Das Bußgeld ist trotzdem fällig. Alter, ey, diese Kamera. Moment. Moment. Nee. Okay, das letzte war jetzt. Ich glaube, da unten, ne? Ich mach mal hier oben. Dauert jetzt wieder ein paar Sekunden, aber. Fürs Baden oder so 30 und da war ja okay, die kriege ich ja schnell wieder rein, wenn ich kleine Sachen verkaufe, aber 150? Nö. Ja, muss ich mal sehen. Oder ich müsste den, wenn ich den besiegt habe, dann halt umbringen. Dann habe ich keine Geldstrafe. Das könnte ja auch noch, warte mal. Ja. Alles andere. Das, lass mich mal kurz gucken, wo ich da anfange. Okay, das ist da. Nee, das ist zu weit hinten. Okay. Dann eben doch nach Rattai. Rattai. Bei 150 abgeben. Moment.
gucken hier. Alte Stiefel, die sind kaputt. Na hier, die, aber genau, die sind geklaut. Da würde ich 16,8 für kriegen. Die Bunthaube ist auch geklaut. 2. Genau, der eine Retterschnaps ist geklaut von denen. den einmal verkaufen sind auch schon 100. Der Hut, Kapuzenschal. Nicht die Würfel. Oh Gott, was ist denn jetzt kaputt hier? Okay, wenn ich diese Karten denn mal lesen kann, richtig und so, da was finden kann, ja, würde ich da bestimmt noch irgendwas bekommen. Okay. Eine Axt, da ist eine Axt. Okay, ich kann woanders erstmal ein paar Sachen verkaufen, dann habe ich die 150 auf alle Fälle wieder drin. Und dann, ja, kann ich das von mir aus bezahlen, dann ist das nicht so schlimm. Okay, gut. Aber ich mache das nicht hier. Moment. Ich würde mal sagen, ich gehe da mal hier rüber nach Sassau. Guck da mal, wo ich da den Händler finden kann. Was ist nochmal B hier? Achso, das Diadem soll ich da abholen. Ja, 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 das ist. Okay, Moment. Ich gehe mal hier auf Schnellreise. Du trägst so viel, du kannst nicht schnell reisen. Ach komm, leck mich doch. Da muss ich selber laufen. Na schön. Moment, Moment, Moment. Da mache ich doch einfach mal ein Zeichen hin. Moment. So, in etwa die Richtung laufen. So. Gut. Dann besorge ich mir sozusagen erst einmal 150, bevor ich dann die 150 da bezahle. So, und das ist dann okay, darüber irgendwo. Laufen kann ich jetzt auch nicht. Okay, gut, das heißt, ich beende jetzt hier mal die Folge. Ich gehe alleine erstmal gemütlich nach Sassau. Und wenn ich denn da angekommen bin, dann melde ich mich in der Folge natürlich wieder. So. Dann macht erstmal gut bis zur nächsten Folge. Einen habe ich schon besiegt und den nächsten besiege ich dann nächstes Mal, wenn ich dann halt mein Geld zusammen habe. Ich gehe erstmal alleine nach Sassau und dann ja, geht nächstes Mal weiter. Bis dahin macht erstmal gut und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Bye bye.